Hallo Hanfparade 2021, wie geht's euch? Gut drauf allerseits? Ja, was wollt ihr? Ich möchte eine neue Drogenpolitik in Deutschland. Was wollt ihr? Genau, wir brauchen eine Bundesdrogenbeauftragte, die nicht gegen die Verbraucherinnen und Verbraucher arbeitet. Wir brauchen eine Bundesregierung, die uns ermöglicht, Modellprojekte zu machen und zu zeigen, dass ein Cannabiskonsum möglich und sicherer möglich ist als bisher. Wollt ihr das auch, Hanfparade 21? Dann sagt ja. Und genau deswegen haben wir in Berlin schon vor 5 Jahren unter Rot-Rot-Grün endlich Modellprojekte beantragt. Und was tut die Bundesregierung? Sie lehnt die Projekte ab. Was tun wir? Wir wollen ja kämpfen. Wir gehen vors Gericht. Wir sind vors Gericht gegangen. Wir klagen bis zur letzten Instanz. Und wir brauchen euch. Wir brauchen den Druck von allen, damit sich auf Bundesebene was ändert. Liebe Hanfparade 21, wir brauchen den Druck. Wir brauchen den Druck von euch, damit sich auch auf Bundesebene was ändert. Und wir auch auf Landesebene Modellprojekte machen können zur Abgabe an Erwachsene. Und wenn ihr das wollt, dann geht zur Wahl, wählt das Richtige. Die SPD beispielsweise, so wie Grüne, so wie auch Teile der FDP, so wie die Linkspartei auch, wollen eine neue Cannabispolitik machen. Wir sagen ganz klar im Bundeswahlprogramm, wir wollen, dass die Länder endlich Modellprojekte machen können und wir brauchen eine weitergehende Entkriminalisierung. Es kann nicht sein, dass der Staat Konsumentinnen und Konsumenten kriminalisiert und der Dealer weiter aktiv und nicht arbeitslos ist. Hanfparade 21, das wollt ihr auch, oder? Schön, dann haben wir eine kleine Schnittmenge und ich denke, wir setzen das fort nach der Wahl. Geht wählen, wählt das Richtige, nicht das Falsche. Und ich übergebe an Florian Graf, den Nachredner von mir.